Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Airport CEO bei Fabian LP. Ja, wir spielen weiter und bisher hat es kein neues Update gegeben. Es ist immer noch das genau gleiche. Und wir schauen mal, wie es so läuft. Gerade im Pausenmodus hatte ich 18 FPS, glaube ich. Also sehr viel. Ich habe gesehen, es gibt sogar Grafikeinstellungen. Und zwar bevor man das Game startet. Und da hatte ich immer auf Fast, also ich hatte es auf den niedrigsten Grafikeinstellungen überhaupt. Habe das jetzt für die heutige Folge mal hochgestellt. Wird wahrscheinlich aber nur für die heutige so bleiben. Weil ich habe das Gefühl, da kommt gar nicht erst nach. 10 FPS steht jetzt da, oben links. Und so ein riesen Unterschied ist nicht mal zu erkennen, ehrlich gesagt. Also, man könnte schon sagen, die Textur ist schärfer, glaube ich. Hier. Also rein theoretisch müsste es jetzt noch schlechter laufen. Ich hoffe es natürlich nicht, aber es müsste so sein. Und wir wollen mal hier neue Dinge anschließen, die wir das letzte Mal gebaut haben. Ich habe mich entschieden, ich werde jetzt heute wieder 2 oder 3 Folgen aufnehmen, die dann die nächsten Tage wieder jeden zweiten Tag erscheinen vorerst. Und wir schauen weiter, wann dann der Patch kommt. Da warte ich ja darauf, wie gesagt. So, jetzt habe ich mir gedacht, wir haben die letzte Toilette hier unten. Wir könnten hier wieder mal eine neue Toilette bauen. Das wäre wieder mal nötig, sage ich mal. So, hier haben wir eine Länge von 7 in diesem Fall. Stimmt das? Ne, 8. Also einmal so. Gut. Dann eine... Ja, eine Zweier-Türe. Ist da gut für das? Ne, das ist falsch. So. Also da kommt Wand. Und jetzt noch eine Zweiertür. Gut. Und da brauchen wir hier zuerst mal einen Fußboden, hätte ich gesagt. Denn wir brauchen sowieso noch einen allgemeinen Fußboden. Für den ganzen Flughafen, der ist immer noch ohne Boden. Ist eigentlich nur Beton bisher. So. Und dann hier unten Toiletten. Zuerst sollten wir die Zone machen, sagt uns hier das Game. Also, einmal da und einmal da, so. Da stehen wir auf Female und da stehen wir auf Male, so. Und dann machen wir, ah, man kann es nicht öffnen, bevor man hier nichts gebaut hat. Ja, es gibt immer Regeln. Man muss die Regeln beachten. Das ist ganz einfach so. So, komm schon. Gut, also einmal hier, einmal da. Dann machen wir hier nochmals 2 hin und da draußen mache ich noch Händetrockner, wenn ich darf. So und da auch rein. Gut. Und dann machen wir das gleiche natürlich nochmals. Nochmals auf der anderen Seite. Auch bei Simbaport ist noch kein Update erschienen. Wieso setze ich es da hin? Direkt vor die Türe. Das kommt vielleicht auch nächste Woche. Auch da haben sie eher gerade Probleme. Ist doch interessant. So, wieso muss er mir da immer... Gut, ich kann ja den Raum mal öffnen.
Oder jetzt kann ich es noch fertig bauen, oder? Komischerweise habe ich da mehr Platz gehabt. Ja. Ist wieder mal nicht identisch gleich. Das ist kleiner als das. Ach toll, habe ich es wieder hingekriegt. Naja, auf jeden Fall, wir haben es jetzt geöffnet. Wir lassen es erstmal so. Das sollte passen. Da oben würde ich dann gerne noch einen neuen Laden hinsetzen. Denn wir haben ja bisher nur diesen hier. Der ja schon recht viele Verkäufe gemacht hat, auch Geld reingeholt hat. Für den haben wir noch 3 Tage. Und wir haben den hier unten. Der, ja, der geht so. Der lief aber noch nie richtig gut. Und wir haben hier ein riesen Chaos. Weil alle durch die Security möchten. Ja, hier ist auch recht Betrieb. Ja, die Warteschlange können wir hier erstmal wieder ein bisschen abbrechen. So, eins nach dem anderen hier. So, gut. Ich glaube, ich baue da noch eine Security rein. Weil das geht ja nicht, so wie das hier aussieht. Eine. Eine erstmal. War die jetzt 4 oder 8? Ne, 8 war die. Den nicht so. Gut, dann können sie das erstmal bauen. Wir beobachten in der Zwischenzeit mal schnell den Busparkplatz. Ja, da steht kein einziger Bus irgendwo im Weg. Der findet seinen Platz auch noch. Also bisher läuft das sehr gut hier. Was mir nicht ganz gefällt, ist, dass das hier sehr eng ist. Also da kommen sehr viele Leute raus und können nicht so richtig weglaufen. Vielleicht sollte man da einfach noch eine größere Tür reinpacken hier. Es gibt aber recht viele Bushaltestellen, wo sie sich dann verteilen können, und das tun sie auch sehr gut. Dann haben wir ja die Bus-Shelter gehabt, und zwar die mit Glas, war das richtig? Könnte sein, sag ich mal. Also, da müsste hier ein hin. Und das gleiche hier nochmals, da. Game, da. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele jetzt, ich glaube, das erste Mal auf diesen Grafikeinstellungen, die ich erst vorhin entdeckt habe. Die im Game, die sind ja noch nicht implementiert, die sollen noch kommen. Aber es beeinträchtigt das Spiel nicht allzu sehr. Also, ein bisschen merkt man was, aber sonst ist es aktuell noch normal. So, nee, das wollte ich nicht. So, jetzt sieht es hier schon anders aus mit den Bussen. So, und da sind sie gerade fertig geworden. Super. Dann machen wir hier eine Reihe Security-Zone. Und setzen da einen großen Security-Checkpoint rein. So. Der muss jetzt zuerst gebaut werden. Und dann habe ich mir gedacht, dann machen wir noch ein paar Information Screens. Wenn ich sie noch finde. Ah, hier. Denn die sind auch wichtig. Die braucht es wirklich.
Damit sich die Leute, ihr seht, die informieren sich hier. Also die braucht es da wirklich. So. Ja, da oben hat es jetzt halt ein bisschen weniger Leute gerade. Das liegt aber auch daran, dass da noch gar nicht so viel Betrieb los ist. Ja, unser Gebäude ist langsam recht lang. Geht über die ganze Map. Und ja. Man kann hier noch so viele Gates hinbauen auf diese Map. Also die ist echt riesig. Wenn man es mal vergleicht zu anderen Maps. Dann kann man hier noch so viel hinbauen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll doch. So. Wäre schön, wenn sie das mal bauen würden. Wie sieht es mit dem Flugplan aus? Ja, wir haben überall Hacken. Heute ist es gut gelaufen. Wir haben hier noch ein paar, die jetzt noch kommen. Sunday ist nicht viel los. Also wir sollten dann in der Nacht noch Flüge annehmen. So, dann hätte ich gedacht. Ich schaue mal schnell bei Operation. Was gab es jetzt da wieder für eine Fehlermeldung? Wir haben kein Fuel mehr. So, ich bestelle mal. Irgendwas hat da wieder nicht funktioniert. Und Security, wir haben genug Security Staff. Okay, sollte passen. Nur Putzleute haben wir wieder mal zu wenig. Aber wie kann das sein, dass es ausgeht? Also ich habe gedacht, es kommt immer mal wieder hier. Also, ich bestelle da noch einen Tank. Too far. Ja, der bringt mir hier nichts, oder? Oder sind die verbunden? Ich pack ihn mal dahin. Vielleicht sind sie verbunden. Und da kommt auch schon der Fuel. Hat es noch gereicht für alle? Ja, hier geht's noch. Ging noch und da ist gerade niemand. Ein Gea-Service hat nicht den Service bekommen. Vielleicht sollte ich da noch in dieser Hinsicht nochmals einen Fuel-Truck bestellen. So. Und zwar einen Afgas 100 bestellen wir. So. Der kommt natürlich. Und dann bei Stuff. Hätte ich gerne noch Putzleute. Und ich hätte gerne noch ein bisschen, nicht Airport Stuff, sondern Security. So, wobei wir vielleicht Airport Stuff auch bald noch brauchen werden. Denn wir müssen ja noch da oben ausbauen. Ist die Security überhaupt offen jetzt? Nee, ist nicht offen, aber die KI ist so blöd, dass die gar nicht hier hinkommt. Die stehen alle da an und da ist einfach leer. Also das ist aktuell noch nicht ganz so gut gelöst. Und wer weiß, wie viele Personen da noch ineinander stehen oder wie viele Koffer überhaupt. Ist ein bisschen schade, aber wird es bestimmt noch geändert. So, jetzt haben ein paar Flüge Verspätung, ja, einige. Ja, da fehlen Passagiere. Und da fehlen auch Passagiere, das sind die, die jetzt hier noch durchlaufen. Aber ja, ist nicht ganz so schlimm. Die werden jetzt schon noch kommen. Und da fehlen auch noch die Hälfte der Passagiere. So, für das müssen wir schauen, dass wir... wo sind die Check-ins schon wieder angeschlossen? Die nur zum Baggage Bay.
Wir müssen schauen, dass das weiter oben stattfindet, sage ich mal. So, und ich glaube, wir haben eine E-Mail bekommen, dass da... Genau. Dann können wir das auch hier bei Vehicles anschauen. Ah, ne. Das war hier. Und dann Vehicles. Ja, genau. Afgas 100. Der braucht noch das Visum Afgas. So. Und dann ist gut. So, Fuel, wie sieht's aus? Er wird gefüllt, aber der Tank ist immer noch nicht gebaut. Aber wir haben die Versorgung wieder sichergestellt. Wie sieht's denn hier hinten aus? Ja, komm. Den könnten wir auch bestellen. Da wäre es auch nötig. So, und dann würden wir jetzt hier wieder ein bisschen Check-in hinstellen. Mit der Hoffnung, dass die Leute dann auch da hingehen und diesen Service in Anspruch nehmen hier oben und nicht da unten. So, Overground hier drüber. Wo wir das Ganze anschließen, werde ich noch schauen. Und die Warteschlangen werde ich auch in der Pause erledigen, damit wir das nicht ansehen müssen zusammen. Ist ja nicht gerade das Spannendste. Wie gesagt, es können auch Folgen ausfallen. Ich bin aktuell gerade sowieso ein bisschen das Umfeld um den Kanal ein bisschen zu verändern. Ich glaube aber, es wird bald mal ein Talk-Video kommen. Ein aktuell zeitnahes erstes Talk-Video. Aber da geht es auch eher um die Zahl. Da wir, wenn ich so auf die Abo-Zahl schaue, und ihr vielleicht auch, wir haben ja bald 200 Abonnenten. Und das freut mich so sehr. Also wirklich. Da ist gar nichts gespielt oder so. Und jetzt auch nicht als Witz gemeint. Es freut mich wirklich, 200 zu erreichen. Das ging nach den 100 eigentlich viel schneller als zu den 200. Okay, wir hängen sie am neuen Baggage Bay an, hätte ich gesagt. Könnte dann sein, dass das bald überlastet ist, aber naja. Das muss ja irgendwie gehen. So, können wir es jetzt öffnen schon? Ja, geht. Dementsprechend werde ich die Leitung auch am neuen Baggage Bay anhängen. Das kann ich ja jetzt gerade schon machen. Ne, ich nehme natürlich die schnellen. So. Dann hier rüber. Darunter, und ich glaube, den haben wir auch schon da angeschlossen, oder? Der geht nämlich hier runter. Und ebenfalls darüber, ja. Also. So, und da sehe ich eigentlich ein Problem. Aber jetzt will ich es mir mal schnell anzeigen lassen. Genau, wir sollten den ebenfalls dem hier unten zuweisen und das Gepäck da nach unten führen. Oha, war das laut. Damit es hier nicht so verstauen kann, denn ihr seht, die sind jetzt noch am Einchecken für diesen Flieger hier. Ja, das ist halt schade, aber ist halt so. Dementsprechend würde ich dann, wenn es möglich ist, ja geht. Geht. Ich glaube, solange kein Flug hinterlegt ist, geht das. Mit Flug wird es schwer. Also, das Ganze hier anhängen. Dann eigentlich ganz einfach das hier durchtrennen. Da unten weiter, wie es mal war, das Ganze führen. Ich gehe jetzt aber außen rum absichtlich.
ja, blöder geht's nicht. Oh, so, und dann hier runter und da rein. Gut. Dann sind diese jetzt für den da und die oberen sind für den. Und dann sollte es hier ein bisschen ausgeglichener sein, denn dann müssen alle Leute hier nach oben laufen, was zwar auch nicht sehr praktisch ist, weil es dann massenhaft hier durchgelaufen wird. Aber es ist so die simpelste Lösung gerade. Also, ja. Ja, es ist die simpelste Lösung. Es geht nur so eigentlich. Da muss ich zuerst das Game verändern, dass ich da was machen kann. So, ich werde das Ganze in der Pause wieder neu starten, wie immer. Als Tipp für euch, wenn ihr es selbst spielt, das ist alle 20 Minuten neu starten, bringt es wirklich. Dann sind die Frames viel besser da. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge in 2 Tagen. Habt einen schönen Tag und tschüss!